Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist S. Reiter und wir sind in Folge Nummer 16 von Simotrans mit dem Comicpack. Ja, wir sind ja an der Station der Schmalspurbahn und die haben wir letztes Mal aufgemacht mit der Kastenlok, die die Sehenswürdigkeiten abfährt. Wir haben jetzt hier erst eine angeschlossen. Wir wollen aber definitiv ja die anderen auch noch anschließen. Hier oben ist noch eine orthodoxe Kirche und hier unten auch noch. Da wollen wir überall vorbeifahren. Ja, wird spannend wie, aber werden wir dann sehen, ne? Ich sag mal, jetzt schauen wir uns das Intro an und dann geht's weiter. Bis gleich. So, dann gucken wir mal. Den Zug haben wir hier oben stehen. Der hat Wartezeit, der kostet uns kein Geld. Der war viel zu groß, aber ist nicht schlimm. Jetzt müssen wir mal gerade überlegen, wie wir das denn hier hinkriegen. Dass wir die verbinden. Ich glaube, wir fahren mit dem nach da hinten und werden hier noch eine Abzweig reinmachen nach hier, oder? Ja, würde vielleicht am ehesten Sinn. Ach, da unten ist auch noch eine Burg. Ja, dann, ja doch, dann fahren wir hier lang. Hier und nach da. Ja, wird das Beste sein, denke ich mal. Wie kriegen wir das denn schön hin hier? Hier einfach ein bisschen aufschütten, oder? Ja, doch da. So, mal gucken, dass wir das hier so schön hinkriegen und die Bahn dann darüber fahren lassen. Ja, das sieht doch schon mal gut aus, oder? Und dann fahren wir hier hin. Wir müssen hier irgendwie gucken, dass wir da die Ebene hinkriegen, ne? Ja, das ist gar nicht mal so leicht. So, wahrscheinlich wieder aufschütten. So, wir fahren von hier dran, ne? Ja, hat gut geklappt, das war schon mal falsch. Dann senken wir da mal wieder einen ab, ne? Ich hoffe, das klappt so. So, ja, geht. Dann sind wir schon mal nach da gefahren. Nach dort gefahren. Wo steht denn die? Auf der Ebene steht die. Ja, dann müssten wir eigentlich so fahren, ne? So sieht es doch erstmal nicht schlecht aus, oder? Keinen Höhenunterschied machen, das macht nämlich keinen Sinn. Dann sind wir schon bei der auch angekommen. Und von der nach da würde ich jetzt hier rüber fahren wollen. Da mussten wir halt einmal über den Pass da, ne? Passt, oder? So, und dann haben wir noch hier hinten. Wir sind auf... Aber wir sind auf der Ebene hier, aber können da runterfahren, weil wir da sogar schon eine Rampe haben, ne? Ist nur die Frage, wie wir da hinkommen. Sieht ja erstmal gut aus, ne? Jetzt müssen wir hier nur gucken, gibt es da eine Brücke? Schmalspurbrücke. Okay, das reicht nicht aus, sagt er. Ich wollte auch nur das X wegmachen. Ja, genau, jetzt haben wir es aber. Ich hoffe, das klappt so. Jetzt können wir das mit dem verbinden. Ja. Und hier würde ich sagen, machen wir das mal. Machen das so und starten da und fahren nach hier. Sieht doch gut aus, oder? So, dann brauchen wir hier noch einen Bahnhof. Personenbahnhof. Das ist hier Güterbahnhof Post und ja, eigentlich ist es ja schade, ne? Was haben wir denn hierfür eingebaut? Deswegen klappt das auch nicht. Kann das sein, dass wir da einen falschen Bahnhof gebaut haben? Ich brauche mal die Lupe.
Nee, Passagiere sind da. Das ist der richtige Bahnhof. Ist denn schon irgendwer in Zug drin? Nee, ne? Nö. Dann müssen wir mal gerade gucken, dass wir das hier auch noch hinkriegen. Das war ja wohl der, ne? Drei haben wir, ne? War da auch drei? Dann hier unten noch mal drei. Und bei der Burg hier unten auch noch mal drei. So. Dann ist das schon mal so richtig. Ich glaube, dafür haben wir jetzt alles. Das ist der Bahnhof da. Das ist der Zug, ne? Ja, das können wir also so lassen. Jetzt gehen wir hier hin und müssen die Schmalspurbahn haben. Und die Sehenswürdigkeiten. Da den Fahrplan. So, Stadt Hagenburg Bahnhof. Wo sind wir denn jetzt hier? Da. Am Spentor. Oder heißt es Sperrtor? Kann auch Sperrtor heißen. Dann würde ich sagen, vom Sperrtor fahren wir. Ich glaube, da. Hinzufügen ist auch nicht schlecht, ne? Burg zurück nach da. Dann würde ich hier hinfahren. Fahren wir wieder zurück oder nicht zurück? Wir fahren nicht zurück, wir fahren erstmal nach da unten. Wir wissen nicht, wie viel. Aber zuerst werden nicht so viele da sein. Was hier passiert? Okay, ich will hoffen, das passt gleich. Dann müssen wir uns angucken. Da ist das auch so. Ein Bug. Hier passt alles. Ich glaube nicht, dass die von einer Sehenswürdigkeit zur anderen fahren, sondern ich glaube, die fahren immer in die Stadt zurück. Also Burg Bahnhof am Sperrtor, dann Wald, dann da, dann könnte man hier nochmal anhalten. Nee, das macht keinen Sinn, da anzuhalten eigentlich. Den lösch wieder weg und fahr da durch. Stadt Hagen, orthodoxe Kirche. Und dann zum Burgbahnhof. Am Sperrtorf. Dann da runter, da. Ich glaube, die Route ist gut. So, jetzt müssen wir nur mal gerade überlegen, ob wir diese 10% nicht mal gerade rausnehmen erst. Dann dürfte die ja auch gleich fahren, wenn wir hier auf Statistik gehen, oder? Oder hier auf dem Fahrplan. Der Fahrplan hat sich jetzt geändert, die fährt trotzdem nicht, ne? Ach so, die hat den neuen Fahrplan noch gar nicht gekriegt, weil wir hier noch nicht abgeschlossen haben, oder wie sehe ich das? Ah, vielleicht war das schlecht, weil die gerade offen war. Ist zweimal da? Nein, ne? Okay, jetzt passt es aber. Dann müsste die jetzt eigentlich weiterfahren, ne? Wenn wir dann auf Freight gehen wahrscheinlich, oder? Ach, wir haben die Pause hier oben noch drin. Sowas. Na, jetzt fährt sie auf jeden Fall. Okay, dann würde ich sagen, verfolgen wir die mal gerade und fahren mal ein bisschen schneller. Jetzt fährt die erstmal zur Hauptstadt. Hat niemanden drin, ne? Und das wird sich hier jetzt nirgendwo ändern, denke ich mal, oder? Ne. An der Burg da unten. Hat sich auch nichts geändert. Niemand möchte Sehenswürdigkeiten sehen. Jetzt fahren wir, glaube ich, nach da oben, ne? Da fährt sie durch. Fährt hier oben hin. Und dort gibt es auch niemanden, der mitfahren möchte.
Und der hält sie an und hat aber auch niemanden. Jetzt müsste da aber in der nächsten Stadt jetzt einer einsteigen mal. Zwei Leute, Stadthagen, Zweig, Bahnhof. Faszinierend. Das war nicht hier, sondern das ist, glaube ich, da unten die Burg. Ich glaube, jetzt passiert immer noch nichts, da steigt noch keiner ein oder sowas. Bin mir aber nicht sicher. Oh, doch. Zwei wollen wieder zurück zum Sperrtor. Ja, jetzt die Frage, ne? Machst du da einen Halt rein oder nicht? Wenn, dann kannst du den Halt nur rein oder die Zeit, Wartezeit kannst du nur oder Mindestbeladung kannst du nur reinmachen in der Stadt, denke ich. Da ist auch niemand gestiegen. So, jetzt nochmal ein Halt hier. Ah, da waren doch vier aus der Burg. Und da sind wieder zwei drinne. Also sie fährt schon mal irgendwelche Zahlen ein, aber nicht die richtigen. Mal gucken, da unten waren da welche eingestiegen beim letzten Mal. Auf jeden Fall stehen da noch zwei vom letzten Mal. Oh, sind jetzt auch wieder zurückgefahren. Aber sie fahren tatsächlich von Burg zu Burg oder sowas. Oder vertue ich mich da jetzt? Sind das noch zwei von der Hinfahrt? Ne, das sind, glaube ich, noch zwei von der Hinfahrt, oder? Ne, das sind noch zwei von der Hinfahrt. Okay, gespannt, ob noch jemand dazusteigt. Nein. Aber es gibt Burgen, wo, oder Haltestellen, wo jemand zusteigt. Jetzt müssten da keine. Ach so. Am Sperrtor. So, jetzt haben wir Stadthagen, Zweig, Bahnhof. Jetzt müssen wir mal aufpassen. Das ist nicht hier. Aber da sind doch gerade zwei zugestiegen, oder? Ich glaube schon. Und das war hier. Die fahren zurück zum Sperrtor. Könnte sein, dass es auf Dauer dann funktionieren wird, ne? Und die 180 waren jetzt gar nicht so verkehrt, wenn wir nicht immer wieder richtig rotieren, sondern Rundfahrten machen. Oder erst alle Sehenswürdigkeiten anfahren und dann zurückkommen. Da hinten ist noch nie einer eingestiegen, glaube ich. Und dabei haben wir so eine schöne Brücke gebaut. Ja, nochmal zwei eingestiegen. Und zwei und zwei. Jetzt werden aber welche schon woanders hinfahren. Warte, machen wir das schneller. Das ist Wald, okay. War das hier unten Zweig oder Burg? Ich glaube, es war Zweig, ne? Ja. Und Zweig sind jetzt aber zwei, die wieder zum Sperrtor zurück wollen, okay. Und bei der Burg fahren wir durch. Weil das hier links ist jetzt Burg da oben, ne, oder? Ja, da fahren wir mal durch. Und fahren da hinten hin und da, wo noch nie jemand eingestiegen ist, ich weiß gar nicht, wie das da heißt. Orthodoxe Kirche. Immer noch nichts passiert da oben. Da hat es noch keiner mitgekriegt, dass man da hingehen kann, ne? Oh, 8 Stück sind jetzt da drin, also noch 6 zugestiegen. Und da sind jetzt 10 mittlerweile drin, also die Linie wird jetzt langsam belebt. Da hat sich nichts geändert. Hier unten steigen jetzt 4 aus. Gucken, wie viel einsteigen. Ah, nur 2. Ah, das Jahr ist gewechselt. Die Miesen sind nicht mehr so hoch. Da fahren wir durch, da passiert nichts. Und hier jetzt, das wären die ersten, die einsteigen. Aber es steigt niemand ein. In der Kirche, orthodoxen Kirche, da hinten geht keiner. Ich glaube, in beiden orthodoxen Kirchen geht keiner, kann das sein? Zweig und Burg. Und Wald ist eine orthodoxe Kirche, ups. Und da passiert nichts.
Und das andere da hinten war die orthodoxe Kirche selber, die Haltestelle. Da passierte auch nichts. Ja, ist ein bisschen ärgerlich, ne? Können aber mal gerade gucken. Wahrscheinlich liegt es daran, dass die Burg. Hier ist 9 und 9 aufkommen. Okay, das müsste aber eigentlich auch reichen. Und die Burg hat. Die ist noch nicht mal richtig abgedeckt, sehe ich gerade. Ah, 296 aufkommen, ne? Und wir haben nur die Hälfte abgedeckt, so ein Shit. Was machst du da, ne? Da muss man noch was anbauen. Gibt's hier aber für nicht, ne? Oder konnte man hier auch die, sag schon, anderen von hier mit dran bauen? Gibt's hier aber auch noch nicht. Okay, dann ist das halt so. Da haben wir jetzt ein kleines Problem hier. Sollen wir das umbauen oder was machen wir da? Was machen wir da? Schmalspurbahn? Ne, das ist nicht die Schmalspurbahn, das ist sie. Also eigentlich müssten wir jetzt hier neben dem Bahnhof haben, ne? Schwierig, schwierig, schwierig. Da haben wir nicht aufgepasst. Wie ist es hier? Da hoch? Ne. Geht das dann damit? Ja. Das ist so eine schräge runter. Ach so, halbe Höhen haben wir hier auch, ne? Da müssen wir aufpassen. Aber ich glaube, die war richtig, die halbe Höhe. Das würde jetzt bedeuten, dass wir das schließen können, das holen. Das so haben. Hier ist Post, ne? Jetzt machen wir da mal die Postbahn, ne? Der fährt noch. Und hier müssen wir dann aber auch noch Post hin haben. Dann würde ich jetzt sagen, machen wir mal gerade so. Und machen das so. Und dann müssen wir aber an den Zug. Der muss jetzt nochmal ins Depot fahren. Die 8 Leute verlieren wir leider. Wo ist das Fahrzeugdetails zum Depot? Dann müssen wir da definitiv noch einen Anhänger dran machen, beziehungsweise Haltlänge 3. Ich glaube, den da dran wäre halt. Ne, geht auch noch. Wie kann der denn? Oh, 300 Sack Post passt. Dann würde ich sagen, der ist schon okay. Hier unten ist noch eine Riesenburg, die auch so eine große Auslastung hätte. Wo ist er? Hier ist er. Mache ich mal auch hier. Ist gegeben, wir haben einen Zug da dran und ja, wir müssen nur ins Depot zurück, um den ganzen Spaß wieder zu starten. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Wo ist das Depot? Da ist es. Und starte. Und da kommt sie dann hoffentlich raus. Sieht so aus. Und fahr mal schneller. Verfolgen. 8 Gäste haben wir eben verloren, weil wir die leider, ne, rausgeschmissen haben im Depot. So, dann wollen wir mal gucken. Hier sollten welche einsteigen vielleicht. Ja, oh ne, 3 Sack Post sind es. Okay. Hat sich also schon rentiert. 4 Passagiere, 1 Sack Post. Geht zur Burg. Orthodoxe Kirche wird nichts passieren. Nein, ist nicht. Also die 9 bringt uns da nicht weiter. Die Burg bringt uns richtig weiter, allerdings hier gerade auch nicht.
Die sitzen nur an der Burg und schreiben alle Postkarten, deswegen stehe ich da keine ein. Die waren zu spät beim Postkasten werfen. Da wird durchgefahren und die andere orthodoxe Kirche bringt uns, glaube ich, nichts. 4 und 1 steht da ja. Wird sich nicht ändern. Ja. So, jetzt passiert aber da was. 12 und 0. Mischkalkulation müssen wir da halt fahren. Tja, 10 und keine Postkarte. Da ist nichts passiert, ist klar. Ja, lange Strecke und weite Fahrt. Ja, die 8er sind noch drinne. Gut, ich würde aber sagen, soll es für die Folge erstmal reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.